Herzlich willkommen, Folks, zu Cop Doc Jake. In dieser Folge geht es darum, einen Gauner auf die Schliche zu kommen. Und deswegen würde ich sagen, starten wir wieder mit unseren Ermittlungen, die ich da, ja, über Nacht mal überdacht habe. Und schaut mal, es ist Tag geworden. Ich wusste gar nicht, dass es hier einen Tag- und Nacht-Rhythmus, Wetterrhythmus gibt, ne? Ja, ich habe offline ein bisschen nachgeguckt und da habe ich hier diesen Schalter entdeckt. Und den werde ich jetzt mal drücken. Ich vermute bald, dass es was mit dem Tor dort oben zu tun hat. Also würde ich sagen, drücken wir da einfach mal drauf, wenn ich hochkomme. Aber Jake möchte nicht. So. Na, habe ich es nicht gesagt? Da öffnet sich auch die Luke und jetzt können wir da oben hinein. Und ich vermute mal bald, dass wir von dort aus, dort drüben in dieses Haus kommen, ne? Denn wir haben ja in der letzten Folge herausgefunden, dass die Fußspuren dort hineinführen. Die Fußspuren von den Gangster. Und deswegen würde ich sagen, werden wir ihn jetzt festnehmen. Wir sind zwar jetzt nur Jake. Nix gegen dich, Jake. Das hört sich jetzt wieder komisch an. Ja, das sage ich, weil es gibt ja hier in der Stadt noch einen Schäferhund, der als Polizeihund eingesetzt wird. Ne? Ich muss erstmal sehen, es kann gut möglich sein, dass wir sogar den jetzt benötigen, aber da ich jetzt erstmal das hier geöffnet habe, würde ich sagen, gucke ich da einfach mal so rein. So, sind wir schon mal hier drinnen. Was gibt's denn hier Schönes? Erstmal ein schönes Clownsgesicht. Oh Gott. Ah, hier können wir wieder was ergreifen. Deswegen würde ich sagen... Hä? Moment, ich muss mir erstmal einen Überblick verschaffen. Gut. Ich denke mal, ich sollte nur eine Brücke bauen. Also los geht's. Dann schieben wir erstmal diese Kiste hier richtig ein... Nee, Moment. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Nur noch die hier vorschieben. Ich hoffe mal, ich komme aus der Lage hier auch wieder gescheit raus, ne? Wir wollen ja nicht Jake sein Leben aufs Spiel setzen. Nur weil er sich ja eine Brücke bauen möchte. Mitten in einem Haus. Das hört sich erstmal an. Okay, stopp. Lass los. Nein, Jake. Loslassen. Achso, ich drücke die falsche Taste. Gut, er kommt raus und dann machen wir das einfach mal so. Übrigens, die Musik, die ihr gerade spielt, die gefällt mir echt gut. Die erinnert mich wirklich so ein bisschen an Driver. Ach, Driver, das waren gute alte Zeiten, ne? Ich möchte das immer wieder aufnehmen und weitermachen, aber ich habe da meine Probleme. Oh verdammt, ich sehe hier ein neues Hindernis, oder? Nö. Hä? Ich verstehe es nicht. Das hat bestimmt was mit dem Schäferhund zu tun. Gut, dann würde ich sagen, ich schnappe mir mal den Schäferhund und dann sehen wir uns hier gleich an dieser Stelle wieder. Bis dann. Leute, ich vermute, ich brauche gar nicht den Schäferhund, denn ich habe hier drüben an der Wand, wo ich jetzt diese Kiste hier hinschiebe, einen Schalter entdeckt. Und deswegen, ja, tue ich mir das Ganze nochmal an und schiebe die ganzen Kisten hier rüber. Ich denke mal, das wird jetzt hier so ein Abschnitt, der benötigt ein bisschen Zeit. Und deswegen beschleunige ich das Ganze einfach mal. Gut, jetzt habe ich es geschafft und was bringt mir der Schalter? Gar nichts? Okay, da. Okay, Leute, ich habe herausgefunden, dass der Schalter mir gar nichts bringt. Ne? Nicht mal, wenn ich ihn ankläffe und deswegen schiebe ich die Kisten jetzt dort drüben hin.
denn da scheint es weiter zu gehen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, nach diesem tollen Spektakel hier versuchen wir das Ganze einfach nochmal. Also die Steuerung, muss ich sagen, zu dem Spiel ist teilweise echt ein bisschen unausgeglichen. Aber mit der Zeit kommt man halt klar und ja, dann seht ihr halt, wie das läuft hier, ne? Aber man muss auch gleich dazu sagen, das Spiel hat ja am Anfang sehr viel Spaß gemacht, aber hier in diesem Abschnitt, Boom City, da merkt man so langsam, dass ja halt die Minispiele sich immer wiederholen. Und ja. Wow, endlich! Das dann halt nur für echte Fans ist so, ne? Naja, aber mir muss ich sagen, macht es immer noch sehr viel Spaß. Auch wenn ich gerade nicht weiß, wo es hingeht. Dann würde ich sagen, verlassen wir den Abschnitt erstmal. Die Ermittlungen gehen natürlich weiter. Das Strafverfahren, ja. Und ja. Oder komme ich hier rüber? Warte, ich muss doch irgendwie... Hier scheint es aber auch gar nicht so richtig lang zu gehen, wie ich das so sehe. Aber da oben, ja, es muss ja irgendwo lang gehen, oder? Egal. Erforschen wir erstmal einen weiteren Abschnitt. Auch wenn ich jetzt nicht vorhabe, das Pinkelspiel nochmal zu machen. Na, da habe ich auch eine kleine Abneigung. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal hier lang. Da hinten sehen wir ein riesiges Hochhaus. Das haben ja Städte so an sich, größere. Und mal sehen, wo wir hier lang kommen. Wenn wir diese Straße lang gehen. Ah, zum Park. Sozusagen zum Central Park? Ist das da wahrscheinlich? Ah, oh, und jetzt regnet es wieder. Naja. Gut, Leute, dann würde ich... Oh, Verkehrsunfall. Nein, das wollen wir nicht. Dann würde ich sagen, führen wir erstmal unsere Ermittlungen hier fort. Und in der Kiste ist hier nichts drin. Hallo? Das gab es ja auch noch nie. Da sind Kisten nichts drin. Dafür sind Kisten da, um da was reinzumachen. Und hier haben wir einen Knochen. Oder, hä? Eine tolle Videokassette. Nee, danke. Nee, warte mal, da ist eine Note drauf. Es muss also ein, ja, ein Musikheft sein. Was sonst? Gut, den Duft. Und was haben wir hier? Ein Knochen, hoffentlich. Und ich bin mal gespannt, in welcher... Da. Ich habe schon den Hund gesehen in dieser Region. Da steht er. Ach, das ist der Hundefänger wieder. Hey, ein streunender Köter. Komm her, du. Hallo, ich gehöre zur Stadt. Mensch. Nur weil ich hier lang gehe, wäre ich schon wieder diskriminiert. Naja. Ach, hau ab, du kriegst mich eh nicht. Guck mal, was ich jetzt mache. Im Kreis laufen. Na, wie findest du das? Hehehe. Oh. Oh, er holt mich ein. Habt ihr das gesehen? Er hat mich fast eingeholt. Na gut. Was soll's. Das Ganze macht natürlich wieder ein bisschen müde. Warte mal, haben sie den Schwierigkeitsgrad in der Form erhöht, dass sie hier weniger Futter platziert haben? Das wäre ein Ding. Okay. Dann geht's weiter. Hier den Straßen entlang von Boom City. Einer Stadt, die man nicht alle Tage zu Sicht bekommt und auch nicht alle Tage riechen sollte, weil sie halt stinkt. Also, wenn ich jetzt ein Hund wäre und ich könnte mich aussuchen, wo ich lieber wohnen würde, dann würde ich wahrscheinlich auf den Land ziehen. Aber naja, jeder hat ja einen anderen Geruchsgeschmack, ne? Der eine liebt es, an stinkenden Gullideckeln zu riechen, der andere an... Getan. Ja, an Schafhintern. Jake, machst du sowas, du Ferkel? Moment mal, Jake würde ich sogar zutrauen. Ah, das hat wehgetan. Diese kleinen Kätzchen sind tougher, als sie aussehen. Vielleicht hey, Kätzchen. Kann dir der Hund von eben helfen. Ja, so ist's ein Leckerli. Was hat er gerade gesagt? Ich soll den Hund fragen. Ich habe es gerade nicht zugehört, weil das Kätzchen zu süß war. In Ordnung. Ein Stück Pizza. Und hier eine nette...
Eine nette Dame? Ist sie nett? Das werden wir jetzt herausfinden. Ui, meine Kätzchen sind weggelaufen. Kannst du sie wieder in meine Wohnung zurückbringen? Ich bin nicht schnell genug. Ah, okay, verstehe. Dafür brauchen wir den Hund. Aber ihr habt ja gerade gesehen, was Sache ist. Hey, cool, wir können in die Wohnung hinein. Na, dann wollen wir mal uns die Möbeleinrichtung hier anschauen. Ah, sie hat einen Sitzsack, oder? Nee, das ist für Kätzchen, oder? Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, ich hatte damals so einen Sitzsack. Mochte ich eigentlich als Kind. Warum habe ich das eigentlich heute nicht mehr? Hm. Naja, weil es vielleicht zu unbequem ist, wenn man auf Dauer da unten liegt. Ach ja, die guten alten 90er. Ich erinnere mich noch damals. Jetzt rede ich schon wie so ein Opa, ne? Damals, als es 90 Jahre her war. In den 90ern. Nee, da gab es ja damals die aufblasbaren Sitzmöbel. Ja, das fand ich auch cool. Also, was ich alles gehabt habe. Sowas nennt Jake Gestank. Yeah, Gestank. Dafür sind wir doch hier, Jake. Denn immerhin. Was haben wir hier? Noch eine Wohnung. Cool. Ah, du schon wieder. Hau bloß ab, du. Sag mal, verfolgt er uns? Es ist ein Geheimagent, Papagei. Ah, die Ermittlungen gehen weiter. Der tarnt sich hier als netter Bürger. Erst war er hier im, ne? Ich weiß gar nicht, wo der erste Platz war, wo wir ihn entdeckt haben. Dann war er am Mini-Wappersee in der Mall, ne? Als angestellter Papagei der Mall und dann hier als guter Bürger. Als gutes Haustier eines guten Bürgers. Also er hat da schon seine Strategien, um nicht aufzufliegen. Und das ist ja nicht leicht als Papagei, denn Papageien können fliegen. Besonders auf, drauf irgendwo. Aber hier haben wir erstmal ein paar blaue Düfte, pinke Düfte und ich habe jetzt schon so viele bunte Düfte wieder eingesammelt, dass ich schon wieder farmblind bin. Deswegen würde ich sagen, ich gönne mir erstmal einen kleinen Notenschlüssel. Oh ja, 100% Gestank. Ja, wir müssen erstmal herausfinden, was wir mit den Notenbüchern hier machen. Hey, der Typ sieht danach aus. Denn es ist unser Rockstar-Freund. Er trägt jetzt einen Bart. Nee, das ist natürlich ein anderer. Hey du, Kleiner, ich habe irgendwie alle meine Notenblätter verloren. Der blöde Wind hat sie weggeweht. Kannst du sie für mich finden? Das wäre irgendwie total fantastisch. Dabei habe ich gar kein gutes Gefühl. Aber pass auf, Kleiner! Boom City ist irgendwie ein ganz schön heißes Pflaster. Immer mehr Hunde von hier, die verschwinden irgendwie. Okay, Kumpel. Da hast du uns ja einen ganz heißen Tipp gegeben in Boom City, dass es hier ja ein heißes Pflaster ist. Aber ich denke mal, sie haben das hier ganz gut im Griff, denn es regnet ja die ganze Zeit und da werden die heißen Pflaster einfach abgekühlt. Aber wir helfen dir natürlich gerne bei deiner Suche nach deinen Notenblättern, die du ja nicht mehr alle beieinander hast. Aber ich glaube auch, das ist nicht das Einzige, was du nicht mehr beieinander hast. Aber hey Leute, hier haben wir erstmal einen Knochen. Knochen, toll. Ja, yeah, Leute, 64 Knochen haben wir schon eingesammelt. Und wäre das ja jetzt hier auf der Nintendo-Konsole, Nintendo 64, würde ich jetzt echt mich wieder amüsieren darüber, dass die Zahl ja die gleiche ist, die bei den Nintendo 64 dahinter steht. Oh, hier haben wir die erste Note, was eigentlich schon die dritte ist. Aber wir fangen einfach mal mit die dritte an und bringen sie den tollen Musikerfreund. Hey, meine Noten! Fantastisch! Danke, Kleiner. Ich heiße Jake, du Hirni. Und nicht Kleiner. Seht ihr, Jake macht es auch ganz gut. Naja, dann würde ich erst mal sagen, hey, schaut mal. Hey, cool. Ich sitze hier im Park von Boom City und singe dieses Lied. Ich sitz zwar im Regen, aber es ist mir scheißegal. Wir sehen uns wieder im Park sowieso. Bis dann.